Servus Leute, heute habe ich einen Raid für euch auf Customs. Mit meinem zweiten Account war ich da unterwegs, um Punisher 6 zu erledigen. Das heißt SVD-Kills. Ich war mittelmäßig gemoddet mit der Waffe unterwegs, nur mit LPS-Ammo. Aber trotz alledem lief es dann doch echt gut dafür, dass ich eine SVD hatte. Und ich muss anmerken, das Ganze ist entstanden, bevor das Event gestartet hat. Das One-Shot-Event, bei dem man bis zu 100% mehr Schaden bekommt und verbesserte Stats. Und wenn ihr das Video seht, ist vielleicht dieses Event schon erweitert. Es gab heute eine... Oder heute, beziehungsweise morgen, wenn ich das aufnehme, eine Downtime von 4 Stunden. Und ich gehe davon aus, dass es dann ein erweitertes Event gibt. Aber da kann ich bloß raten, da wisst ihr jetzt vielleicht schon mehr. Auf jeden Fall, der Raid ist davor entstanden und wollte ich dazu bloß anmerken. Ich bin übrigens dazu täglich live auf Twitch, twitch.tv/outsider. Würde mich freuen, wenn ihr mal vorbeischaut. Link unten in der Description oder im ersten Comment. Lasst mal ein Follow da. Hier auf YouTube würde ich mich über ein Abo freuen. Daumen nach oben, Kommentar unter dem Video. Jetzt viel Spaß. Ah, shit, ich sollte vielleicht mal anfangen mit Tarkov Shooter 2. Schießt du auf mich? Noch halblang. Ah. Okay. Auf weiter, Skev. No, no, no. Wer ist die Kamera blazen? Die Skevs sind mir egal. 10 Best Claymore Spots. Ich glaube, die Claymores, wenn die der Boss hat, dann wirst du die genauso oft sehen wie den Granatwerfer von Knight. Dann musst du die wahrscheinlich looten und kannst sie gar nicht kaufen. Von daher. Von daher wird es die Claymores geben, aber die werden dann bloß Leute haben, die den Boss gekillt haben. Also da wird keiner nackt auf der Map rumrennen und Claymore placen. Und außerdem wird die Claymore so sein, dass er, also das hat Nikita schon gesagt, die wird nicht automatisch auslösen, sondern die muss von Hand ausgelöst werden. Oh. SVD in dein Gesicht. Kommt nie auf einmal her, ey. Da raucht sie. Nice, 2 SVD Kills. Let's go. Ich hab die nicht gehört, ne? Ja, also die Claymores werden nicht automatisch auslösen, ne? Du musst da sitzen mit dem Zünder in der Hand und dann. Eieiei, ey. Da wäre mal ein Tactical Reload angebracht gewesen, aber habe ich nicht gemacht. Ja, wie gesagt, also die Claymore wird man wahrscheinlich genauso oft sehen wie den Granatwerfer. Ganz vielleicht ein bisschen öfters, aber... Von daher wird das jetzt nicht so das Riesending sein. Ich weiß auch, als der 6-Schuss-Granatwerfer angekündigt wurde,
Und alle geheult haben, oh, das wird so OP sein, mega krass, oh, man wird nur noch weggespammt, oh, alles scheiße, jeder tot, Granatwerfer. Mhm. Hand hoch, wer ist diesen Vibe vom Granatwerfer gestorben? Der war die ersten Wochen so viel zu sehen, weil er ganz neu war. Also, der war auch nicht so viel zu sehen. Abgesehen davon. Da lässt sich was mit deichseln. Alrighty, auf in die Dorms. Wenn man die Claymores überhaupt looten kann. Vielleicht hat die bloß der Boss. Man kann sie gar nicht looten. Könnte auch sein. Kills in den Dorms brauchen wir. Vorzugsweise mit der SVD. Sorry. Hier war noch keiner. Wäre ein Traum, wenn hier der Markt offen wäre. Ja. Dann suchen wir halt den Markt Kree und warten hier kurz. Mal kurz ein paar Taschen. Wir können schauen, ob das Auto da ist. Auto wäre da. Ja,
wir können natürlich schauen, ob wir die da killen können, ne? Wir schauen einmal kurz in die Richtung, würde ich sagen, ja. Das hört sich nämlich nach bisschen Low-Gear-Battle an. Da können wir vielleicht mitmischen mit der SVD. Schreit schon noch die ganze Zeit einen an, ne? Wer oder was hat sich mit denen gebettelt? Wo ist er? Schießerei und auf einmal ist er hier irgendwo. Blut. Skeff, der da hinten schreit. Irgendjemand hat hier geblutet da. Würde wahrscheinlich ein Skeff gewesen sein. Oh. Da hinten ist noch einer. Oh boy, da kommt gerade einer aus dem L. Ja. Easy mit der SVD. Ey. Easy, hier ist noch einer. Ich hab bloß noch 10 Schuss. Absolut easy. Ich weiß gar nicht, was ihr habt mit der Waffe. Beste Waffe der Welt. C-Clan ist nicht glücklich. Pre-Fire.
Ich brauch kurz eine Rüstung, deswegen. Der letzte, der da noch war, der hat eine Shotgun. Da ist eine Rüstung ganz gut. So grundsätzlich. Ah, jetzt kann ich mich kurz flicken oder was macht der? Ich weiß es nicht. Oder ist der tot? Wurde der von den anderen geholt? Aber kommen da drei Leute auf mich angesprintet, ey. Ich hatte die Sucht wieder voll in den Griff. Sehr gut. Tarkov ist einfach ein überragendes Spiel. Kann ich nachvollziehen. Und das mit LPS, ne? Nicht mal SMB. Also nicht mal SMB. Nicht mal PS oder so. LPS-Ammo reicht eigentlich. So, lebt er jetzt noch irgendwo, oder? Hinten liegt auch ein Toter. Die Sache ist, ich muss wissen, was mit dem ist, ne? Sonst stört er mich gleich beim Looten. Essen, alles gut. Ist doch schon. Schrei nicht so, der Kleine. Ich glaube, draufgegangen ist der nicht, ne? Nee, der lebt noch. Der ist irgendwo hin. Sepp, dankeschön für den Tier 1. Wichtigster Resub im zweiten Monat. Willkommen in der Abo-Falle. Danke für den Support. Weiß ich zu schätzen. Abgehauen, dann kommt es mir auch vor. Buff. Könnte er gewesen sein. Könnte er gewesen sein. Ich glaube, das war der sogar. Naja, ich glaube, der hatte die Maske auf. Ich glaube, der saß da die ganze Zeit in den Büschen. Hat geschaut. Bin mir nicht sicher, aber irgendwie so. Okay. Ich glaube, wir looten mal und dann
Können wir dann auch so langsam gehen, würde ich sagen. Tja. Dafür, dass es erstmal nicht so lief mit den Kills, lief es jetzt eigentlich ganz gut. Brauchbar. Ja, der hatte den riesen Fight gehört, ne? Klar ging dir ein bisschen der Stift. Da hinten liegt halt auch noch ein Toter. Ey, richtig viel Party hier auf Customs. Ich nehme schon mit, Niki, aber ich vergewissere mich. Ach du Scheiße. Dass hier wirklich alles safe ist. Ach komm, ist echt jetzt BP? Privet. SPS. Okay. Schon, schon. Hangman, vielen Dank für den Follow bekommen. Guck mal, ist auch mal fertig. Ah, Punisher, okay. So viel zu Low Gear Battle. Oh ja, war schon halb so Low Gear Battle. Also Medium Gear. Medium Gear. Ja, wir heben mir die AP63 in dem Fall mal auf, und dann kann ich die vielleicht mal spielen in irgendeiner 9mm. Quakemaker nicht. So, das Quakemaker, okay. So, was haben wir hier? Ei, heider Zacken. Donnern wir uns mal den Mule. Jetzt können wir. Ach du Scheiße, komm. Eigentlich sollte ich die hier mitnehmen. Das geht nicht. Scheiß drauf. Okay, yes, come back. Oh boy. Ah, die M4 hier ist eigentlich auch ganz nett. Sollen wir die mal mitnehmen und stattdessen meine da lassen? Ich glaube, wir nehmen die M4 hier mal mit. Hauen das mal weg. Ich kann das mal einfach hier liegen. Wie Spaß wäre es. Alter, das ist eine STM, die brauchen wir nicht. Die M4 nehmen wir mit. Gut. Green Flare braucht kein Mensch.
Doch, die A18 gibt auf jeden Fall Platz. Die Burgley auch. Geben beide Platz. Alrighty. Let's go. ZB. Naja, dafür. Ja, ja. Schöner SVD-Raid. Ja, das würde nicht gehen, Tim. Weil die braucht 4x4. Von daher, scheißegal. Die ist eh sau schwer, die Armor, diese Burgley oder wie sie heißt. Jo, geil. Man einfach nichts sieht. Ja, SVD, ich sag's ja schon immer, die beste Waffe der Welt. Meine Rede. Na, Schinkgranate, versuchst du Moin zu schreiben. Moin. Nette Gearlieferung, ja. Also, die haben halt für eine Dreiergruppe genau den Fehler gemacht, ne? Ich habe einen erschossen, habe nachgeladen, habe einen erschossen, habe nachgeladen, habe einen erschossen, habe nachgeladen. Wenn die ein bisschen mehr gleichzeitig gekommen wären, da ist halt meine SVD einfach leer, ne? Aber so, wenn sie halt jeder Einzelne in mein Prefire rennen, dann kann man sowas schon gewinnen, ja? Das geht. So, eine Quest haben wir auch fertig. Hier die Kamera ablegen. Wundervoll. Tja, das waren jetzt 6 SVD-Kills. Sehe ich das richtig? Ja, ne? Naja, Leute, ihr wisst, was zu tun ist, ne? Macht mal Hallo YouTube im Chat. Macht mal Hallo YouTube. Für, wie nennen wir das Video? SVD, die göttlichste Waffe der Welt. Meta des Grauens. Der Metasaurus Rex. So. Wundervoll. 6 Kills und alle über Level 70. Nice. Die zweite YouTube-Runde heute, ne? SVD Main. Man kennt ihn. Aber keine Ahnung, einige in meinem Levelbereich hier, ne? Alle. Okay, das war jetzt hier. Ah, ziemliche Anfängertruppe. Egal. Machen wir hier einen Marker. Wunderschöner Spam. Danke dafür.